Nuri, eine Ketzerin. Er ist festgefroren, dabei ist es hier nicht mal kalt. Das muss halt so, Geron. Das ist halt einfach, es ist Winter, deswegen muss das gefroren sein. Kälte ist ja hier nicht, das ist ja, darum geht's ja nicht. Okay, wir können hier überall hin, hier mal ein V. Es ist Sonnenuntergang. Ich komme nicht ran. Hallo, kannst du sprechen? Wie? Diese Stimme habe ich hier noch nie gehört. Ich heiße Geron. Ich bin noch nicht lange hier. Noch nicht lange? So, so. Dann sei dir noch einmal verziehen. Natürlich kann ich sprechen. Ich bin ein Pfau. Der Ur-Pfau, um genau zu sein. Pavauris ist mein Name. Also rufst du die Stunden aus? Nein, mein prächtiges Federkleid zeigt sie an. Ach so. Ja, möchtest du etwas Bestimmtes? Die Uhrzeit vielleicht. Hast du keine Augen? Nicht mehr. Die habe ich bei der Ausbildung eingebüßt. Ach, mit der Zeit müssen wir alle Opfer bringen. Aber ganz besonders für die Zeit. Vermisst du deine Augen nicht? Nein, ich habe doch Ohren. Du weißt also immer, welche Stunde geschlagen hat. Und woher? Ich richte mich natürlich nach dem Wind. Der Wind kommt immer aus der Richtung, in der die Sonne steht. Wie jeder weiß, geht sie im Winter im Westen auf und im Sommer im Osten. Nein. Woran merkst du so genau, woher der Wind weht? Tja, ohne Ausbildung erscheint es wie ein Mysterium, nicht wahr? Ich erkenne es an der Art, wie der Einsiedler seufzt. Wer? Er sitzt genau über uns. Du erkennst ihn an seiner großen Nase. Also... Woran merkst du... Tja, ohne Ausbildung erscheint es wie ein Mysterium, nicht wahr? Ich erkenne es an der Art, wie der Einsiedler seufzt. Wer? Ach, das er sitzt schon. Einsiedler. Musst du als Uhrenpfau immer wach bleiben? Wo denkst du hin? Im Winter gönne ich mir um die Mitternachtsstunde immer etwas Ruhe. Das ist eine sehr gute Uhr. Wie erkennst du denn, ob Sommer oder Winter ist? Zählst du die Tage mit? Das würde nichts bringen. Sommer und Winter wechseln sich sehr unregelmäßig ab. Nein, ich orientiere mich am Wasser. Wenn ich es fließen höre, ist Sommer. Ah, ja. Du hast ein prächtiges Gefieder. Nicht wahr? Das hat mein Freund Okulunculus auch immer gesagt. Das Augenwesen? Ja, wir waren Freunde. Doch seit seinem letzten Geburtstag hat er mich nicht mehr besucht. Ein seltsames Reich haben wir hier. Warum seufzt denn der Einsiedler die ganze Zeit? Der Wind bringt keine schönen Düfte mehr. Das ist enttäuschend. Aber im Grunde besser so. Er ließ sich viel zu leicht ablenken. Wo ein schöner Duft war, da hielt er die Nase hin. Das hat die ganze Zeit durcheinander gebracht. Ja. Wie lange ist der Geburtstag deines Augenfreundes denn her? Ach, schon eine Weile. Aber es war ein wundervolles Fest. Er hat immer gesagt, ein gutes Geburtstagsfest braucht unbedingt drei Dinge. Erstens, Spielleute, die auf glänzenden Flöten und schimmernden Harfen für Musik sorgen. Zweitens, ja, was war noch? Den Rest habe ich vergessen. Inzwischen gibt es das alles ohnehin nicht mehr. Die Gesetzesmuscheln verbieten es. Dabei hat Okulunculus diese Feste so geliebt. Die Gesetzesmuscheln verbieten feiern? Dann störe ich nicht länger. Ja. Eine Muschel. Wahrscheinlich eine Gesetzesmuschel. Dann haben wir ja unendlich viele Wege, wie es ausschaut, in die wir hineingehen können. Die Muschel flüstert etwas. Fortan sein Spiel, Tanz, Musik und Zauberei im ganzen Reich verboten. Die Bilder in der Galerie dürfen nimmermehr berührt werden. Auch der Garten ist nicht mehr zu betreten. Der Besitz von Rosinen ist verboten. Verdurstete Trauben können niemandem schmecken, der bei Verstand ist. Wer die Gesetze missachtet, wird ans Ende des Nebels verbannt.
Können wir die Uhr vielleicht mal runterschubsen, wenn man die Das sollte nicht brennen. Anzünden wäre auch eine Idee. Das ist kein Seil. Ich bin Ed. Können wir die zerstören? Das ist zu stabil. Die wieder reparieren. Keine Zeit für Ed. Tja. Seltsame Gesetze haben wir hier. Jetzt können wir dort lang. Dort lang. Dort längs. Dort längs. Und wahrscheinlich auch wieder hier wieder hoch. Tja. Dann gehen wir mal hier hin. Und kommen da oben raus. Warte. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Mhm. Dieser Reif, den er um den Hals trägt, das ist der Reif aus meinem Traum. Heißt das, der Seher war auch in dieser Welt? Und warum beten die Feen ihn an? Hat er sich hier zum Gott aufgeschwungen? Scheint mir so. Oh, Mist Krebs. Nein. Nach oben. Okay, können wir nicht. Wir müssen. Vielleicht können wir hier rein. Achso, jetzt sind wir hier auf der Seite. Der Apfelbaum. Hilft uns leider auch nicht viel weiter. Hier vielleicht. Achso, da kamen wir her. Okay, wie kommen wir da jetzt? Aha, okay, jetzt sind wir hier beim Mr. Krebs. Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Aha. Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Ich nenne dich Miff-Miff. Aber leid. Und wer bist du? Dieses Wesen kann den Göttern... Warte. Und wer bist du? Miff-Miff. Dieses Wesen kann wohl den Göttern... Vielleicht jetzt Miff-Miff. Weiß auch nicht. Ich glaube, hier brauche ich einen Schlüssel. Und das Ding haben wir nicht mehr mit dabei, den Kristall. Das ist echt schade. Können wir den Kelch noch mitnehmen? Klauen hier. Tja, nun. Kommen wir hier jetzt weiter. Hier um die Ecke können wir nicht gehen. Dieser Reif, das ist der Reif. Heißt das? Und warum hat er sich hier zum... Können wir vielleicht Statue? Irgendwie nicht. Geht nicht. Warum ist immer alles unerreichbar? Hm. Was zum... Ich kann meinen Kelch drüben hinstellen, auf den Sockel. Oder irgendwie irgendwas. Ich weiß es nicht. So, hier waren wir schon. Ah ja, da kommen wir hier in die Halle wieder rein. Dann bis Sommer wird, können wir hier nicht warten, um den. Wir müssen Apfel pflücken. Und gerade ist Winter, deswegen wachsen keine Äpfel. Und bis Sommer können wir nicht warten. Das führt zu nichts. Du sagst es, das führt zu nichts, wenn wir warten würden. Hm. Und Sniff Sniff macht ja auch nichts. Und wer bist du? Nee, Miff Miff. Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Ich würde aber gern mit ihm sprechen. Dann könnt's uns vielleicht weiterhelfen. Ja.
Was? Oha. Na, Kompass. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Ach, das ist der Typ, der die Augen von ihm und der deshalb. Und wer bist du? Dieses Wesen in Göttern. Ist die klar? Der Wind kommt aus einer anderen. Der Wind kommt aus einer anderen. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Müssen wir den Wind vielleicht aus einer bestimmten Richtung kommen lassen, oder? Ich glaube nicht. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Okay, hier den. Vielleicht kommt aufstellen, damit der Wind hier nicht mehr lang kommt. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Derzeit kommt der Wind aus dieser Richtung und riecht verbrannt. Aha, mir von der Fortuna gesagt. Und wer bist du? Dieses Wesen in Göttern. Aha. Derzeit kommt der Wind riecht. Und was hilft das uns? Der Krebs ist eine riesige Nase mit einer Muschel hinten dran. So nicht. Können wir vielleicht. Das verbrenne ich nicht. Also. Der leere Kelch interessiert das Nasenmännlein nicht. Jetzt haben wir ein Kelch hingestellt. Na toll. Wir haben nichts, wir haben keinen, den Wasserschlauch haben wir nicht mehr. Die Kelch gehört wohl hin. Können wir durch das Fenster gucken? Da können wir durch. Können wir da hinein? Oh ja, hier können wir hinein. Ich habe eine Kunstgalerie. Das ist die Regenbogensache, die Regenbogen. Da gibt einen Regenbogenstein. Könnten wir brauchen. Das ist gar kein Bild, sondern ein Vorsprung. Wozu soll sowas gut sein? Wem's gefällt? Aha. Jetzt können wir drehen. Kannst du mir helfen, Spiegel? In Gwenlings Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. Ein Kristall. Oha. Da gehört wohl einer dieser. Da passiert was. Jetzt ist es plötzlich ganz flach. Interessant. Das ist gar kein Wozu, also. Können wir hindurchgehen oder? Wir nehmen die Hörner von der Skulptur. Deine Ohren sind hässlich. Nein, er kann nicht sprechen. Eine Koboldstatue oder ein Opfer des Augenwesens. Man weiß es nicht. Kannst du mir helfen, Spiegel? In Gwenlings Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. Ja. Die Stange. Okay, jetzt haben wir eine Stange und eine Bogenhälften. Damit können wir vielleicht einen Bogen basteln. Ach was. Können wir nicht.
Da brauchen wir noch einen Pfeil. Von da oben. Und wie kommen wir hin? Ah, vielleicht können wir den Kristall hier rausnehmen und ihn da einfügen. Aha. Und da oben kommen wir raus. Eine Treppe oder ein Regenbogen oder beides. So kann ich es nicht betreten. Es ist flach. Eine Treppe. Rot, gelb, grün, blau, violett. Das sind die Regenbogenfarben. Nein, orange fehlt. Wir brauchen irgendwoher orange. Was zum... Leer. Aha. Okay, wir brauchen also einen... Wir brauchen also nur den Farbstein. Eine Treppe. Wir müssen den gegenüber von der Statue aufstellen. Zwei Steine passen. Vielleicht können wir hier... Der hält hier nicht, warum auch immer. Okay, können wir nicht. Und den Kristall kommen wir nicht zurück. Können wir den Speer als Bogen nehmen? Ach, Sekunde, wir können noch den Bogen bestimmt. Waffen für Kunstwerke missbrauchen. Auf die Idee können ja nur Feen kommen. Jetzt haben wir einen Bogen und wir haben Pfeil. Ein winziges bisschen zu groß für einen Pfeil. Ja, Größe. Ist doch relativ. Natürlich. Können wir zerstören? Vielleicht. Nein. Wir haben jetzt eine Farbkugel. Ein Farbstein. Lass nur die Finger von dem Zauberstein, sprach die Kröte. Tja. Können wir hier irgendwo... Ah ja, hier können wir bestimmt die Farbe, den Farbstein. Wie? Und nun? Wir haben hier ein buntes Bild. Grünen Farbstein. Na, passt da nicht rein. Der hält hier, warum auch immer. Wofür können wir den Farbstein benutzen? Wofür könnten wir den gebrauchen? Tja. Und nun? Was, wenn wir den hier... Nur mal so eine Idee, wenn wir das hier umdrehen, rausgehen. Ach du. Ja, jetzt haben wir Sommer. Das heißt, das Bild... Oh. Und je nachdem, wie rum es hängt... Kommt mir vor, als hätte ich jahrelang keine Apfelblüten mehr gerochen. Dein Apfel. Mit Pfeil und Bogen, wenn wir die jetzt unten noch kleiner machen könnten. Ein winzig. Und dann noch einen Weg finden würden. Können wir den Apfel abschießen, dass der da reinfällt in den Brunnen. Und dann drehen und dann fällt er wieder raus. Aus dem Brunnen. Das wäre eine Idee.
Hier können wir also hier können wir also Sommer und Winter beeinflussen. Macht die Königin wahrscheinlich auch hier. Ja, aber wie? Wie kriegen wir den? Vielleicht im Spiegel, vielleicht können wir den sperren im Spiegel. Ich glaube nicht. Kriegen wir den Pfeil kleiner? Gibt es irgendwas, was Sachen kleiner macht? Tja. Draußen vielleicht irgendwie nur ein Wasserbecken. Keine Zeit, mich zu waschen. Da haben wir noch nichts. Können wir da Das Wasser fließt in die. nur mal aus Verdacht vielleicht meinen Speer hier reinwerfen? In das untere Wasserbecken, oben wieder rausholen und dann, was auch immer das helfen soll. Von hier aus macht der Wasserfall höchstens Sachen größer. Ach, okay, danke das für die Information, dass der Wasserfall Sachen größer und kleiner macht. Das Wasser fließt in die falsche. Okay, also müssen wir irgendwie. Können wir hier den Brunnen, der jetzt aufgetaut ist, können wir dann den Sperr reinwerfen, das fließt Ich dann. muss dringend mal. Ja, das unbedingt, aber. Können wir hier irgendwie. Mein Kopf ist leer, Mist. Ja. Der Wasserfall kann fließt falsch herum und kann deswegen die Sachen kleiner und größer machen. Keine Zeit, mich zu waschen. Seltsam, das Becken ist zugleich das Becken da drüben. Das ist verwirrend. Vielleicht kann mir der Wasserfall helfen, aber nicht solange er falsch rum. Wait a second. Und jetzt das Bild mal umdrehen. Den Speer und dann Wasser verhalten. Von hier aus macht der Wasserfall höchst. Jetzt fließt das Ding auch nach unten. Keine Zeit, mich zu. Ein Pfeil. Jetzt machen sich die stundenlangen Zielübungen mit Gwindling endlich bezahlt. Ja. Das einmal umdrehen. Und dann schießen wir den Apfel vom Baum runter. Und wir wissen ja, dass hier ein Brunnen ist. Das heißt, der wird hier runter durch den Schacht in den Brunnen fallen. Dann können wir ihn aufsammeln. Das heißt, wenn wir jetzt hier durchgucken und da mit Pfeil und Bogen den Apfel Also dann, abschießen. Fex steht mir bei. Ha,
Sehr schön, mit nur einem Pfeil. Hurra, Fürst 2. Mit dem Honig können wir bestimmt auch noch was anfangen. Später irgendwann. Jetzt holen wir uns erstmal einen Apfel. Und geben wir ihn im Winter. Erste Aufgabe gelöst. Jetzt drehen wir das wieder um und geben mir einen saftigen Apfel im Winter. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Nee, er ist die erste, aber das ist doch so immer drüber und nicht nacheinander. Majestät, ich bringe euch den Apfel. Tatsächlich? Nachthaar, diese Aufgabe ist wohl gelöst. Ja. Welche Aufgaben soll ich erfüllen? Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen 6 Farben des Regenbogens. Das kriegen wir auch irgendwie mit dem Zeugs im Zimmer dort. Er bringt die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er die Traumgemächer betreten. Diesmal sollte er es sich besser einprägen. Was ist das für ein Reif um den Hals der Statue? Ein Geschenk der Priester an den Allweisen. Mit diesem Reif sollte er die Priester mit seinem Geist erfüllen, um sie zu erleuchten. Wo sind die Priester jetzt? Als der Vogelmann Nairutneva verließ, gingen sie mit ihm. Tja, also... Achte er... Den Apfel.